Wir haben es da, das neueste Set Tamesium Purpur Paradox Rift, was erst in 2 Wochen ungefähr bei uns rauskommt. Und ja, wir haben jetzt Pre-Release Booster da. Wir haben Karina. Es kann nur gut werden, würde ich einfach sagen. Natürlich. Und wir ziehen auch gut. Ja, ich hoffe doch, denn wir haben jetzt 36 Booster vom neuen Set da. Ihr könnt es natürlich bei uns schon vorbestellen, damit ihr es noch pünktlich zum Release da habt. Checkt das gerne ab unten in der Beschreibung. Und ja, Karin, let's go. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Wir rippen einfach rein. Wir können erstmal noch einmal, das müssen wir machen, ne? Alle 4 Pack Artworks jetzt hier mit am Start. Die ganzen Pokémon mit dem Knackrack, Krimanzo, ne? Dann haben wir Donnersichel und Eisenkrieger. Und um die beiden, oder beziehungsweise halt um diese ganze Sache dreht sich ja das Set, weil da kommen ja zum ersten Mal die Paradox-Pokémon raus. Ich mach schon auf, oder? Ja, klar. Ich würde sagen, wir machen noch mal so einzeln auf. Damit wir noch mal so erstes Opening vom neuen Set. Wir wollen alle Karten uns mal noch mal ganz genau angucken. Weil, wie gesagt, die Paradox-Pokémon sind jetzt im Hauptfokus mit auch einer eigenen Spielmechanik. Also es kommen dann halt auch Items raus, die dann halt nur explizit eben für Paradox-Pokémon funktionieren. Also es kommt da auch so ein bisschen spielerisch dann neuer Wind rein. Knabon und Psyopatra. Das ist schon mal ganz cool. Grundsätzlich noch zu dem Set, unabhängig jetzt von irgendwelchen spielerischen oder so, wir haben wieder 3 japanische Sets hier wieder mit dabei. Das heißt, das Set ist wieder größer als Obsidian-Flamm, auf jeden Fall. Wir haben auch viele Art Rares. Genau, viele Art Rares, ich glaube ein paar mehr SR-Karten. Ich muss sagen, meine Karte, die ich hier handeln will, Altaria SR, die ist unfassbar schön. Und hier, das ist jetzt so eine neue Mechanik, die jetzt reingekommen ist. Und zwar Zukunfts- und Vergangenheitsform, ne, wie ich gesehen habe. Und das ist genau die Zukunftsform von Trikefalo. Und es bekommt ja, wie gesagt, Items, die dann halt nur für die Zukunfts-Pokémon. Unabhängig davon, ich muss sagen, ich finde diesen holographischen Effekt auf der halben Karte so geil. Ja. Ne? Also, das haben ja die Vergangenheits-Pokémon natürlich auch, aber dann ist es halt da so ein bisschen sandig. Ne? Also da sieht es halt digital aus und da ist es halt eher sandig. Ne? Ja, Mann. Machen wir mal weiter mit dem Fokus. Und ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal ein bisschen besser ziehen als 151. Wir sind jetzt ein bisschen gebrandmarkt. 151 Bruchbande. Ja, definitiv. Ey, wir haben okay angefangen und stark nachgelassen, jetzt einfach mal zu sagen. Also guckt euch das Video jetzt zum Donnerstag an. Und, Karin, kannst du euch auch was anderes? Nein. Aber hey, guck mal, da ist die Trainerin drauf auf dem Artwork. Oh, das stimmt, das stimmt. Quasi so eine Tulip heißt die, glaube ich, im Englischen. Ich weiß nicht, wie die im Deutschen heißt. Und ja, ich muss wieder sagen, für mich, ich habe mich jetzt nicht viel gespoilert zu dem Set, weil ich finde es immer ganz cool, hier nochmal dieses, was Karin gerade angesprochen hat, die Vergangenheitsform. Die sehen schon echt cool aus, muss ich sagen. Und ich muss sagen, Effekt ist halt cool. Vom Effekt her, es erinnert mich so ein bisschen zeichenstilmäßig wie jetzt an die Van Gogh-Karte so ein bisschen. PTSD einfach. Und Wutpilz, auch hier wieder. Alter, also der Holo-Effekt sieht sehr, sehr stark aus. Sind jetzt keine seltenen Karten natürlich, aber der Holo-Effekt sieht schon echt cool aus. Ja, auf jeden Fall. Nice. Das gefällt mir schon echt. Also ich fand halt am Anfang das Design so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil, ey, was soll denn das halt auf der Hälfte der Karte halt irgendwas komplett anderes, aber so im Allgemeinen gefällt mir das. Oh, was kann der Konterfänger? Kannst du die durchlesen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich wie ein... Ja, hier, guck mal, das ist halt so eine Kapsel, die du dann nur an Vergangenheits-Pokémon jetzt packen kannst. Okay. Oder hier Zukunft, das ist halt natürlich auch super geil. Das ist die Reverse übrigens auch, ne? Ja. Boah, guck dir mal den Reverse-Effekt davon an. Die Schirmdame, die ist ja auch in... Boah. Ja, die ist halt auch geil. Guck mal, hier einfach nochmal die Trainer-Reverse-Refolds hier. Ja, eben. Im Vergleich, ja. Und, Mewtwo! Ja, let's go! Oh, jawohl, der erste Hit. Also ich glaube, da gehen wir halt jetzt nicht ohne aus. Das ist schon mal gut, ey. Da habe ich auf jeden Fall schon mal mein Trauma von letzter Woche oder von der Woche jetzt ein bisschen überwunden, ja. Ja, das war auch ein Trauma für mich, das zu schneiden, muss ich halt ehrlich sagen. Ja, Alter. Schmerzensgeld. Also, nicht mal einen Hit. Wieder den Konterfänger, da kannst du auch vielleicht mal, wir gehen ja immer so ein bisschen auch auf die spielbaren Karten auf. Weil du kannst die Karte nur einsetzen, wenn du mehr verbleibende Preiskarten hast als dein Gegner, wechsel einen Pokémon von der Bank deines Gegners auf die aktive Position ein. Mhm. Also schlecht, müsste glaube ich sogar ein Reprint sein. Ja, und zum Beispiel hier hast du keine Rückzugskosten. Wenn du es an Zukunfts-Pokémon hast. Genau, und hier bei der Vergangenheit, dass sie halt dann mehr KP bekommen. Oh, okay. Also, du hast dann verschiedene Sachen für verschiedene Pokémon und je nachdem, ich meine, da hast du auch die kleinen, wie zum Beispiel Trikefalo, aber du hast dann auch Eisenhand, was jetzt dann halt dann also eine EX-Karte ist. Und das ist ja schon eine komplett andere Dynamik einfach, dass du halt eine Itemkarte halt an beide Pokémon einsetzen kannst. Also es wird schon ganz cool. Oh, jawohl, Palkia, wisst ihr, Team Perl, bin dabei, let's go. Ja, ich bin halt, glaube ich, Team Platin. Team Platin. Platin ist non plus ultra, so das Beste aus beiden quasi. Da brauchen wir nichts sagen. So, dann gucken wir mal, ob dir halt vielleicht auch so eine Vergangenheit oder Zukunft, das ist halt was für dich, ne? So eine EX-Karte. Relaxo-Puppe auch ganz cute, aber irgendwie doch nicht so das Wahre. Worum gehst du jetzt eigentlich?
ich wollte noch hier. Achso. Achso, alles klar, mach das mal. Retilit und Sedraking. Auch eigentlich ganz cool. Ja, ganz nice. Ja, übrigens nur ganz kurz dazu, weil wir haben ja, ich habe mir gerade ein Pre-Release Kit da hinten hingestellt. Das ist kein Ziel-Display jetzt hier nochmal. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Random Pull Rate. Und vielleicht ganz kurz dazu, wir hatten jetzt leider ja zu Obsidian Farm kein Pre-Release bei uns im Laden und auch zu Paradox Rift nicht, weil wir haben mit Pokémon auf der Messe jetzt endlich mal gesprochen. Es gab einen sehr dummen Systemfehler, die lesen wir gleich mal ganz zu. Und ich sag mal, Kommunikation ist teilweise ein bisschen schwierig, deswegen haben wir es leider nicht geschafft, oder haben die bei Pokémon es leider nicht geschafft, dass wir ein Pre-Release bekommen haben. Kannst zu diesem du machen, Set. Nichts. Aber wir sollten jetzt, wurde uns versprochen, auch eine sehr coole Karte, wurde uns versprochen, dass wir zum 5er jetzt wieder ein offizielles Pre-Release bei uns im Store haben, aber... Wenn ihr mit Paradox Rift spielen wollt, wir haben natürlich auch alle zwei Wochen die Fun-Turniere samstags. Mhm. Einfach bei Cardbytes auf der Website, Eventreiter, Pokémon, da seht ihr immer die neuesten, die nächsten Termine. Und da könnt ihr euch anmelden. Da spielen wir auch mit den Pre-Release Kits, die ja auch ganz cool sind. Da wird es übrigens auch das eine oder andere Short geben dann. Auf jetzt jeden die Tage. Oh, ja. Das wollte ich eigentlich nur mal sagen. Danke für diesen Vortrag. Ja, gerne. Ein Sternchen. Ach ja, den Szenario ja. Muss man noch durchlesen. Dann ist immer durch und dann trage es mal vor. Ich habe Reißlaus und die nächste EX. Gelockrock in Stahl. Ich liebe die Terra-Kristall-Pokémon, ohne Witz. Also meiner Meinung nach, die normalen EX braucht man fast gar nicht, ich brauche nur die Terra-Kristall. Weil Delta-Species-mäßig ist so geil. Das stimmt und ich finde halt auch die Karte so vom Aussehen her, das rote Pokémon auf diesem Metallhintergrund ist schon ganz geil. Genauso das Mewtwo halt, ne? Es gibt ja auch eine Mewtwo-Delta-Species-Team mit Elektro, die kannst du jetzt hier bei dem Futurus mal einblenden. Ja. Perfekt. Ich weiß gerade nicht, was du von mir wolltest. Aber ja, du musst die raussuchen, die Delta Species. Daneben stellen, in der Post. Ach so, ja, auf dem Futurus. Guck mal, jetzt darf ich es nochmal ein zweites Mal sogar machen. Toll. Der Futurus, übrigens gar nicht mal so schlecht. Nimm einen deiner Pokémon im Spiel auf deine Hand. Alle, die da angelegten Karten sind auf den Ablagestapel. Aber, ich würde jetzt einfach mal sagen, so als Casual-Spieler, Pokémon, hast du noch 10 KP, machst den Futurus, nimmst ihn auf die Hand. Wobei die Antiqua noch besser ist als der Futurus. Was kann die? Das werden wir gleich mal erfahren. Okay, ich hoffe, dass wir sie auf jeden Fall ziehen. Ja, weil das kann ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, weil ob jetzt irgendwie das jetzt 2 oder 3 sind. Oh! Yes, die nächste Artrail, die erste Artrail jetzt hier endlich mal. Ja, wir wissen es ja jetzt aus 151 und generell aus den Displays. Gar nicht mal so einfach zu ziehen teilweise. Tentantel ist jetzt nicht das krasse Pokémon, aber die Artrail. Ich finde das Pokémon schon cool, muss ich ehrlich sagen. Oh, und Deoxys! Yo, saucoole Holo-Karte. Ich vermisse ehrlich gesagt so ein bisschen die Special-Energie-Karten wie von 151. Ich gucke halt immer noch Reverses. So ein bisschen drauf. Oh, das Artwork ist ja mega geil. Ist das wieder von Kumiya? Nee. Nein, aber ich finde, ja. Das ist schon cool. Ich schaffe jetzt so ein bisschen halb durch. Man geht das gerade. Prokel kann man ja für Anni rauslegen. Ich wollte gerade sagen. Da haben wir die Energiekapsel aus der Zukunft wieder. Vegeta, Geosali und Eisenhals. Jawohl. Ich muss sagen, jetzt wo ich das Set aufmache und nicht so gespoilert, ich glaube, das ist ein Set, was sehr viel Spaß macht, wieder zum Sammeln, zum Vollmachen. Ja. Weil halt wieder coole Mechaniken dabei sind. Ich will unbedingt hier auch von, Donnersichel, ne? Ja. Von Donnersichel hätte ich gerne die Regular EX mal gezogen. Würde gerne wissen, wie die aussieht in echt. Werden wir auf jeden Fall schaffen. SAR, die hätte ich gerne. Oh ja, definitiv. Mhm. Alle. Ich würde die unfassbar gerne und sehen. Gaunox. Sehr schön. Auch cute. Da freue ich mich drauf. Wir werden natürlich auch wieder zu dem Set einen Release-Stream machen. Das ist ja ganz klar. Da könnt ihr euch theoretisch, wenn ihr Bock habt, natürlich das Set einmal vorbestellen. Wie gesagt, bei uns im Shop unten. Und wenn ihr die Opening-Streams kennt oder wenn nicht, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, bestellt nochmal im Shop, schreibt ins Kommentarfeld rein, die sollen im Stream geöffnet werden und dann werden die im Release-Stream zum Release geöffnet. Wenn ihr natürlich ganz normal bestellt. Guck mal, Gen 4 für dich. Müssen wir uns auch nochmal angucken. Wenn ihr natürlich ganz normal im Shop bestellt und nichts dazu schreibt, werden die Sachen ganz normal zu euch nach Hause verschickt. Jawohl, Alter, wir ziehen die Terra-Kristall-Karten. Aber auch wirklich alle. Ja, nice. Ja, cool. Also Hooper jetzt nicht, glaube ich, besonders spielbar, aber dennoch eigentlich ganz cool, ne? Super geiles Artwork, finde ich auch hier wieder. Weißt du, was mir, glaube ich, an den Terra-Kristall-Karten nochmal so gut gefällt, ist, dass sie nicht dieses Sparkly-Glitzer haben. Gut, okay. Und eine Struktur einfach noch auf der Karte haben. Ja. Ich finde, das macht auf jeden Fall was her. Was kann denn der gute Fight? Der Fight kann ziehen zwei Karten um eine basisende Karte aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Ja, das ist, denke ich mal, so eine Release-Karte. Ja, das ist halt im Grunde. Liest du einmal durch, vergisst du. Ja, ist nicht relevant. Boah, die Karte gibt's jetzt hier. So, aber bis jetzt bin ich von der Pull-Rate her ganz... Es ist okay. Sehr solide. Besser als ein 5-1. Ja, das ist... Oh, jawoll! Guck mal, hier Altaria. Ich hab ja gesagt, ich würde die Karte ganz gerne ziehen. Und hier haben wir sie. Super Dank cooles Pokémon. Was kann die denn? Einmal, wenn er zu ist, kannst du 20 Schadenspunkte bei jedem deiner Pokémon heilen. Ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ja, es ist okay. Also es wird vielleicht irgendwo ein paar Decks gespielt werden, aber es ist ganz okay. Das ist ganz okay.
Aber Altaria ist halt ein cooles Pokémon. Ja, auf jeden Fall. Ich mag es halt auch. Es ist einfach flauschig. Ja, das auf jeden Fall. Und ich habe zu Altaria sowieso eine besondere Bindung. Tulia gibt es ja auch in Full Art. Die ist nicht besonders stark, aber die SAR und die Full Art sind ganz cool von ihr. Also die Tulia kann, nimm eine beliebige Kombination aus 4 Psycho-Pokémon und Basisenergiekanonen aus deinem Anfangsstart auf deine Hand. Mhm. Wenn du aber ein geiles Psycho-Deck hast. Die guckt dir das Artwork einfach mal an. Das ist halt auch ganz cool. Auch für eine normale Holo, aber da sieht man ja auch, dass man auch die Holos ja nicht irgendwie mal kurz beiseite schmeißen soll, ne? Man sich die mal ein bisschen genauer angucken kann. Wirf eine Münze, wechsel bei Kopf ein Pokémon von der Bank deines Gegners in die aktive Position ein. Bei Zahl dein aktives Pokémon. Ja, das ist im Grunde Boss und Fluchtseil in Randomizer, ja, genau. Übrigens auch nochmal dazu, wir haben ja von den Pre-Releases gerade gesprochen, beziehungsweise von den Fun-Turnieren. Wir haben auch Pokémon Liga, jede Woche samstags 11 Uhr. Und wir haben jetzt auch seit neuestem endlich die Turniere, wo man Weltmeisterschaftspunkte sammeln kann. Also die Cups, die offiziellen Cups, wo man die Punkte sammeln kann. Und Juju, den Fisch kann ich nicht mehr sehen. Juju gibt es ja als Pre-Release-Promo. Wieso hast du den Umhang auf? Den wollte ich mir nochmal angucken. Wenn das Pokémon, das diese Karte angelegt ist, kein Regelfeld hat, erhält es 100 KP mehr. Mhm. Wenn es durch Schaden einer Attacke vom Pokémon des Gegners kampfunfähig wurde, nimmt jeder Spieler eine Preiskarte mehr. Ja. Ah, okay. Also du machst ja quasi aus, oh mein Gott, einem regular EX. Ja, genau. Fast schon. Ja, also auch von einem KP her. Ja, ja. Ist eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. Genau, und dazu nochmal ganz kurz zu den Turnieren. Über die Pokémon-Event-Suche findet ihr immer, wenn wir irgendwas eingetragen haben. Die finde ich cool, die Karte. Die feiere ich irgendwie. Hier bekommst du. Genau, über die Pokémon-Webseite und der Event-Suche. Und da findet ihr dann die Turniere, sobald die sind. Ich glaube, Liga-Herausforderungen müssten einmal im Monat sein. League-Cups weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wann die kommen. Zur Not auch einfach gerne mal im Laden anrufen. Da weiß das Team dann genauer Bescheid. Ich bin ja in den Turnieren nicht so krass drinne, leider. Das heißt leider. Okay. Musst du mal. Ja, ich weiß. Aber ich finde es cool, dass es vorangeht. Wir haben jetzt ja auch endlich, jawohl, die erste Polart-Karte gezogen. Auch sehr gut. Nice. Kaburiki hat auch eine SAR-Karte bekommen. Ja. Oh, ein sehr, sehr schönes Pokémon. Generell, die Fullarts gefallen mir sehr gut. Mhm. Ja, nice. Aber hat auch Potenzial im Miraidon-Deck. Aber genauso wie Brüllschweif im Gardevoir Potenzial hat, weil es sammelst du ja halt deine Schadensmarken quasi und Gardevoir packt sich ja selbst Schaden drauf, indem es sich ja auflädt oder halt auch andere, ne? Und Kaburiki, ja, macht halt Kaburiki-Sachen, wie ein Elektro-Pokémon halt, ne? Ja, genau, kann bei der ersten Attacke, wenn mindestens einer der Pokémon, wenn das letzte Zug ist, durch Schaden kampfunfähig wurde, fügt diese Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu und das Pokémon ist paralysiert. Das genau, ist der paralysiert schlecht. Ist halt eigentlich immer ganz nervig, ne? Das stimmt. Der verfluchte Staubwehl, habe ich keine Ahnung, was der macht. Ich glaube, der ist auch gar nicht mal so gut. Das Pokémon, das diese Karte angelegt ist, durch Schaden einer Attacke von Pokémon eines Gegners kampfunfähig wurde, lege eine zufällige Karte aus der Hand eines Gegners in seinen Ablagestand. Ja, das ist halt wirklich... Das brauchst du jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Nee. Aber was du brauchst, ist hier ein weiteres Flamingo. Ja! Oder Flamingo, I'm so sorry. Sehr gut, das kommt in meine Sammlung. Ganz einen Ordner voll. Da, technische Maschine, die werden halt auch sehr interessant. Das sind wieder Attacken, die dem Pokémon quasi hinzugefügt werden. Was macht der Norm jetzt? Zieh zwei Karten. Okay, kannst du vergessen. Und wenn es ein X ist, zwei mehr. Schon wieder Psyopatra. Ja. Übrigens, was ich noch zu den Turnieren sagen wollte, Pokémon geht voran. Wir sind jetzt endlich auch offizieller Wizard Store bei Magic. Wir sind jetzt auch OTS-Store bei Yu-Gi-Oh! Genau. Also wir haben eigentlich jetzt alles offiziell, oder? Ich glaube schon. Ja, mir fällt sonst nichts anderes ein. Oh, Kriechflügel, auch eine coole Karte. Ich mag Kriechflügel, weil er einfach so Chonky Boy ist. Er sitzt dann einfach da. Ich muss mal auch die Artwell mal einblenden. Er sitzt da einfach auf so einer Klippe und so einem Bauch. Ich liebe ihn einfach. So, wir wollten natürlich noch die TM angucken. Genau, das kannst du ja machen, während ich mich hier mit dem Booster beschäftige. Edit die quasi eine Attacke für eine farblos, wähle bis 2 Pokémon auf deiner Bank. Du suche für jedes Pokémon dein Deck nach einer Karte, die sich aus dem Pokémon entwickelt. Mhm. Und lege sie auf jedes Pokémon, um es zu entwickeln. Ja, das ist auch gar nicht mal verkehrt, so beispielsweise mit Gardevoir oder sowas, weil dann hast du ja sofort deine Kyrias, hast dann halt eine Draw Engine. Mhm. Und Rückentwicklungen, auch genau dasselbe im Grunde. Weil wir ja jetzt auch mittlerweile an den Punkten, die kannst du mir auch mal noch gerade geben, dass du die X-Karten ja wieder entwickeln musst. Nicht wie bei einer V, wo alles Basis ist, du musst die X jetzt wieder entwickeln. Und Lextremo. Oh, auch eine coole Karte. Ja. Sehr, sehr schön. Was kann die hier? Rückentwickle jedes entwickelte Pokémon deines Gegners, indem du deinem Gegner die raufliegende Karte mit der höchsten Entwicklungsstufe auf die Hand gibst. Mhm. Boah, das könnte auch... Das ist halt asozial, wenn dann halt dann du so ein Glumander zum Beispiel dann rausbekommst und das Glumander hat dann schon 100 Schadenspunkte, weil es vorhin Glurak war. K.O.
Das ist eigentlich auch irgendwie badass. Das ist asozial, ne? Ja. So, und Ilsa kann, du kannst diese Karte nur einsetzen, wenn mindestens ein Pokémon, wenn ein deiner Pokémon während des Letztzuges deines Gegners kampfunfähig wurde, lege eine Basis-Feuer-Negi-Karte aus deinem Ablagestapel an deiner Pokémon an. Wenn du das machst, ziehe so lange Karten, bis du 6 Karten aus der Hand hast. Aber die ist halt wild. Okay. Ja, da ja. Kannst du halt, also das ist halt, da sehe ich wieder einen Troll-Deck, muss ich sagen. Das konnte ja auch Aegorakthyl aus dem 151er-Set mit einer Attacke eben. Okay, das ist, aber als, ja okay, das ist ja auch eine Attacke in dem Sinne. Genau. Aber wie gesagt, ich sehe da wieder irgendein Troll-Deck. Man braucht irgendwas zum Schaden verschieben und dann irgendwie. Da hast du ja auch sowas wie das Radiant Alakazam, dass du halt ja auch Schaden von dem Pokémon deines Gegners halt auf ein beliebiges andere Pokémon draufpacken kannst. Also ich glaube 20. Und manchmal reicht das ja auch schon, ne? So, dann schauen schon, wir mal. Ist schon cool. Ja, gell? Weißt du, was auch cool wäre? Ein SAR. Ja, das wäre definitiv mal was. Normalerweise im Display hast du eigentlich immer eine garantiert. Es gibt keine Garantie, aber von der Pool-Rate. Oh, Xatu. Das wäre ein anderes Pre-Release-Mon. Eigentlich gar nicht mal so, auch so verkehrt, weil einmal während deines Zuges kannst du eine Basis-Psycho-Energiekarte aus deiner Hand an eins deiner Pokémon auf der Bank anlegen. Mhm. Wenn du auf diese Weise Energie an dein Pokémon angelegt hast, ziehe 2 Karten. Also für Pre-Release ein Supermon. Ich glaube, bei dem Set muss ich definitiv mal wieder ein Phantomier mitspielen. Oh, Tekradar in Reverse hier. Nur einsetzen, also ich kann nur machen, wenn ich eine andere Karte aus meiner Hand auf den Ablagestapel lege. Du suchst dann Deckner bis zu 2 Pokémon aus der Zukunft. Zeige sie einem Gegner und nimm sie auf die Hand. Nicht schlecht. Ne? Zukunft. Und, oh, Seychin. Sehr cool. Mystisches Artwork. Ja. Oh, leider kein Hit. Und die SAR bleibt noch ein bisschen jetzt gerade im Verborgenen. Jetzt haben wir gerade so eine Dry Streak, aber ja, ich glaube. Da geht noch was, Karin. Genau, da geht noch was. Ich hoffe doch mal, weil. Ich meine, ich bin doch schon zufrieden mit der Hitrate. Besser als 51. Aber es geht natürlich ja immer mehr. Oh, die Gold! Ja, auf dem Call halt einfach und Evil-Teil. Ey, die sieht ja super edel aus, Mann. Holy moly. Boah, guckt euch das mal an hier. Den ziehe ich mir jetzt gleich an. Okay, sehr dekadent, ey. Ja, ach du, wenn man schon gezogen hat, dann müssen wir ihn ja wohl benutzen, ne? Oh, sorry. Na toll, ist hello, Darkness, noch was. My old friend. Ja. Dein Turn. Ach so, ja, stimmt. Da kommt er. So vom Umhang quasi umgehauen. Ja. Karin. Und sonst so? Ach, eigentlich alles ganz gut. Es ist tipptopp. Schönes Wetter heute. Nee, naja. Nicht. Es ist ziemlich ekelhaft. Ja, es ist sehr grau. Komm schon! Oh nein! Das Artwork finde ich halt so cool, weil er guckte halt wie The Rock. Sass. Mit der Augenbraue. Kennst du das Bild nicht? Muss mir mal zeigen. Ich zeig's dir gleich. Mach das mal bitte. Ich weil dich wieder ein in die große Welt der Memes. Der Maimais. Der Memes. Okay. Oh, der Aoki, der Steve Aoki. Große Welt der Meme. Ja, Mann. So, jetzt aber halt, ups. Haben wir wieder die Energiekapsel, Vegeta, den Norman. Der Umhang again. Da geht noch was, Karin. Ja, ich bemühe mich halt. Da geht noch was. Bemüht. Ich würde halt gerne so eine EX ziehen von einem der Zukunfts- oder Vergangenheitsformen. Das will ich halt noch ziehen. Ist egal, in welcher Rarität. Muss nicht sein. Das ist halt die größte ist. Guck mal, ich krieg schon wieder das Booster nicht auf. Doch, jetzt krieg ich es auf. Wir schneiden das zusammen, Tara. Kein Problem. So, jetzt aber, komm. Der Fokus, ne? So, Barschwa. Griffel ist auch ganz cute. Ganz viele Affen im Chat. Oh, Kai würde ich halt auch super gerne ziehen in Full Art und in SAR. Da haben wir die Antiqua. Ja, genau. So, warte mal ganz kurz. Wähle bis zu 2 deiner Pokémon aus der Vergangenheit und lege eine Basenergiekarte aus deinem Ablagestapel an jedes Pokémon von ihnen an. Wenn du auf diese Weise mindestens eine Energie angelegt hast, zieh 3 Karten. Mhm. Gar nicht mal so schlecht. Das ist halt schon ganz gut, ja. Shit. Klepp die Fuchs. Oh! Ja! Jetzt hat auch eine die finde ich richtig schön. Die ist halt echt pretty. Die ist nice. Die ist super, super pretty. Ja, geil, Altar. Wie glücklich es ist. Aber der Hintergrund ist auch so schön. Ich glaub, so pretty. Die muss ich behalten. Ich meine es. Okay, bekommst du. Ich bekomme die Kleine. Ja, natürlich. Aber so schön. Ey, stark, stark, stark. Ey, ich muss wieder ein Altaria-Deck bauen. Ja. Dann fahre ich zur Regional. Das will ich sehen, ja. Fahr wieder und mache in der 9. Runde meinen ersten Win. Ja, ich meine, wir hätten die jetzt in Stuttgart mitnehmen können, aber da ist ja die Comic-Con. Ja, das funktioniert auch nicht. Hier, Eisenbündel auch sehr cool. Das finde ich irgendwie süß. Irgendwie mag ich. Ich find's eher gruselig. Sein Kopf platzt halt immer. Ja. Oh, jetzt yes, endlich mal wieder eine Art-Rare hier. Sehr die schön. Die ist halt auch mega gut. Oh, guck dir die Porygon-Cap an. Ja, Mann. Wie cool ist das denn? Ja. Sehr schön, die nächste Art-Rare. Und man muss ja auch sagen, oh, hier, da haben wir den Eisenfalter in Holo. Auch so cool.
Wobei, ich bin eher Team Kriechflügel. Ich finde Kriechflügel einfach. Kriechflügel? Ja, der Chonky Boy einfach. Den würde ich halt auch. Was ich nicht alles aus dem Set ziehen will. Ne? Das ist halt immer so. Habt ihr ein Display bei uns? Ja. Stellt's euch vor. So, jetzt aber Norman. Oh, da haben wir die Donnersichel. Auch ein unfassbar starkes Pokémon, weil im Grunde mit der ersten Attacke knockst du alles aus. Er bekommt zwar 200 KP, 200 Schadenspunkte auf sich drauf, aber du knockst alles ausnahmslos aus. Also, warte mal, das Gegner nicht Pokémon ist kampfunfähig? Genau. Warte mal, dann kann ich ja eigentlich hingehen und den Futurus spielen. Und dann einfach... Oder Notfallgelee beispielsweise, weil das triggert ja, sobald dann halt du das Pokémon auf 30 runterbekommst, glaube ich, wenn das halt nur noch 30 über hat. Und dann haltet es sich automatisch. Gut, ne? Okay. Also ich sehe schon, Donnersichel, das wäre ein Deck für mich, weil das ist stupide und einfach. Wenn es halt so ein Deck gibt, das weiß ich halt nicht, weil ich meine... Let's go! Oh, die sieht ja mega gut aus mit diesen... Okay. Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also ich habe die Scans davon gesehen und habe gedacht, das sieht nicht so geil aus. Aber jetzt die sieht echt, richtig gut aus. Das sieht viel besser aus als die normalen EX-Karten. Ja. Safe. Ja. Und leider kein Hit mehr, aber richtig stark. Ja. Was kann die Fähigkeit einmal, wenn deine Zug ist, wenn dieses Pokémon von deiner Bank auf die aktuelle Position wechselt, kannst du 2 Chance mal auf ein Pokémon des Gegners legen. Okay. Mhm. Und, ja gut, 200 während deines Hengstungs kann dieses Pokémon nicht angreifen. Das ist ein bisschen wack. Es geht. Eisenkrieg ist sowieso ein ziemliches Fan-Favorite, weil es ja Galagladi und Gardevoir gleichzeitig drin hat in dem Design. Das siehst du ja halt an diesen Schwertern oder an diesem Röckchen oder was auch immer. Also in echt sieht die Karte halt echt gut aus. So, jetzt muss ich aber auch nachlegen. Ne? Hier Zwiebs, das wäre auch irgendwas für Anni. Wobei für mich auch, ich mag Zwiebs. Aber mal schauen. Gespenst Oh, sehr süß. Ja, und ein Chongxian. Kann mit dem Pokémon nichts anfangen. Mit dem Luyu, Chongjiang, Baojiang und Dingo. Ich finde die super. Ich fühle die richtig. Ich fühle sie. So, jetzt aber. Also den 5er dafür, dass du das gesagt hast, gebe ich dir gleich. So, Schlurm. Ich habe das jetzt auf Band, du weißt, ne? Ja. Ich bin wahrscheinlich. Dinglu. Ah ja, guck mal, da haben wir es doch. Ja. Oh. Ich fühle ich nicht. Das sind die letzten Packs. Oh, machen wir zusammen auf. Machen wir zusammen auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, dass wir auch hier mehr auf die Spielbahnkarten noch eingehen. Ein Like, ein Gehalt. Wie letztes Mal. Wenn du die Mewtwo's nicht einblendest, dann hast du gar kein Gehalt. Okay, wow, das auch ist halt ziemlich asozial. Nee, das war Arbeitsverweigerung. Ach so, okay. Also, egal. Ja, gut. Es war so ein gutes Video bis jetzt. Ja, ne? Und jetzt geht halt alles wieder bergab. So, Toxel, komm schon, gönn uns eine SAR. Ja, ich habe eine, guck mal, Mopex, halt auch ganz geil. Sehr hier mit schön. Diesen, Gepäckträgern, was auch immer. Und dahinter, ein Wutpilz. Leider nichts mehr. Keine SAR. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch aus ein paar schönen Kits, die wir noch in Videos und Shorts zusammenbasteln, was rausziehen. Ja. Wir schaffen das, Karin.